Sagst du? Ja, ja. Nein, wahrscheinlich. Wo viele Tore. Ja, wunderbar. Das Publikum sein. Darf ich was aufnehmen für uns? Der Patrick Kirchler. Bruneck. Legende Bruneck. HC Pustertal, früher SG Brunico. War meine erste WM in Italien, 94? Meine erste WM ja. war in München, 93. Die WM in Italien ist unvergessen, vor allem, weil es so etwas nie mehr geben wird. Also in den Jahren war denkst Italien. Du nie mehr? Ja, ja, nie mehr. Ihr habt die Olympischen Spiele immerhin. Ja, die kriegt man aber nicht wegen Eishockey. Die Olympischen Spiele sind gut. Aber Italien hatte politisch in den 90er Jahren recht gutes Gewicht und die Nationalmannschaft war gut. Viele Italo-Kanadier und wenig Einheimische, aber halt doch. Da war das italienische Eishockey noch mit dem Schweizer Eishockey gleich auf. Ja. Das stimmt, das stimmt. Was denkst du da? Was traust du zu? Ja, der liegt im Lieberhalt, hoffe ich, denke ich. Ja, für Italien ist es überhaupt eine Ehre, hier mitspielen zu dürfen. Man darf nicht unterschätzen, hier sind gar nicht alles Eishockey-Profis auf dem Eis. Die Anzahl der Jugendspieler und der Spieler selbst und der Profi-Eishockey-Spieler ist nicht recht viel größer wie in einer mittelgroßen Stadt in der Schweiz. Also so gesehen ist einfach nicht mehr drin und der Klassenerhalt gegen Kasachstan wäre natürlich das x-te Eishockey-Wunder. Wir wünschen das von ganzem Herzen. Danke. Ich schicke dir das. Servus.